Herzlich willkommen im Bellicon Studio. Mein Name ist Andreas Sperber, ich bin Physiotherapeut und neben mir steht Katrin. Sie wird die Wirkungsweise dieses hochelastischen Trampolins demonstrieren. Am Anfang einfach mal die Hände, zwei Finger, an die Nackenmuskulatur legen und mal leicht ins Schwingen kommen. Ganz leicht, ganz vorsichtig. Jetzt kann sie spüren und wahrnehmen, dass wenn sie nach unten geht, die Muskulatur stark anspannt. Und wenn es nach oben geht, die Muskulatur sich wieder löst von der Spannung. Jetzt mal die Hände auf den Bauch legen und tief in den Bauch fassen. Und auch da kann man diesen Rhythmus, dieses Anspannen und Entspannen abspüren. Sogar am Arm, lass mal den Arm hängen und greif mal mit zwei Fingern auf den Bizeps drauf. Genau, und jetzt mal wieder ins Schwingen kommen. Obwohl der Arm nicht arbeitet, kann man ganz weich wahrnehmen, dass eine Schwingung im Muskel passiert. Und diese weiche Schwingung überträgt sich über den ganzen Körper, das heißt, alle Muskeln unseres Körpers kommen in diesen Schwingungsimpuls hinein. Und dieser Schwingungsimpuls hat unheimlich gute, ich darf es ruhig weiterschwingen, Vorteile für unseren gesamten Organismus. Unser Organismus besteht aus vielen Funktionen, die auf diese Druck- und Zugwirkung der Muskulatur angewiesen ist. Zum Beispiel unsere Venen. Unsere Venen sind die Blutgefäße, die das Blut zum Herz zurücktransportieren. Die haben Venenklappen, damit das Blut nicht mehr zurückfließt, aber sind angewiesen auf die Muskelpumpe. Das heißt, immer wenn der Muskel schwingt, wird das Blut zum Herz zurücktransportiert. Die Venen, aber auch die Lymphe. Lymphsysteme laufen parallel zu unserem venösen und arteriellen System und sind verantwortlich für die Regeneration, aber auch für das Immunsystem. Und wenn diese Lymphe auch durch die Muskelpumpe unter Spannung und Entspannung kommen, transportieren sie die Flüssigkeit schneller, als wenn sie es nicht machen würde. Also auch für das Lymphsystem sehr, sehr wichtig. Auch unser Knorpel und Bandscheiben sind zwei Systeme, die auf Druck und Zug angewiesen sind. Indem die Bandscheiben Druck und Zug aufnehmen, werden die in der umliegenden Umgebung des Gewebes die Nährstoffe eingesaugt sozusagen und die Stoffwechselendprodukte wieder ans Gewebe abgegeben. Aber auch unser Knorpel hat genau die gleiche Wirkungsweise. Wenn wir auf Druck und Zug kommen, wird auch dort der Stoffwechsel im Knorpel aktiviert und der Knorpel bleibt in seiner Festigkeit erhalten. Genauso im Hüftgelenk, genau das Gleiche. Auf Druck und Zug wird die Kapsel aktiviert, die die Gelenkflüssigkeit produziert und somit das Gelenk geschmeidig bleibt. Gerade auch die Knochendichte gegen Osteoporose wird vor allem bei muskulärer, exzentrischer und maximaler Belastung stabilisiert. Und beim Schwingen werden genau, beim stärkeren Schwingen, werden dann auch genau die Muskeln aktiviert, die den Knochen dann auch stabilisieren. Exzentrisches Training ist eine bremsende Wirkung des Muskels, wie zum Beispiel beim Berg runtergehen, wo der Muskel aktiviert wird, aber sich trotzdem verlängert. Das ist eine sehr hohe Aktivierung und das hat der Körper bei jedem Schritt. Geh mal einen Wechselschritt, mal links, rechts. Und jetzt sieht man auch, dass sie sehr tief in die Schwungmatte einsinkt. Und dieses tiefe Einsinken ist normalerweise sehr anstrengend für den Organismus. Wenn man sich vorstellt, man würde durch einen tiefen Schnee joggen oder durch einen tiefen Sand warten, diese bremsende Aktivität, dann weiß man, wie schwer das ist. Beim Trampolin ist es recht einfach, weil die Energie, die sie investiert, durch die Seilringe gespeichert wird und im Körper wieder zurückgeführt wird. Der Körper wird trotzdem belastet, aber sehr schonend. Und von daher ist es für die Osteoporose, gegen Osteoporose sehr wichtig. Aber auch die Sturzgefahr, das heißt, das Gleichgewicht zu stabilisieren und die Koordination aufrechtzuerhalten. Bei jedem Schwingen muss sie ihr Körpergewicht zentrieren und somit das Gleichgewicht stabilisieren. Automatisch, ohne dass sie darüber nachdenken muss. Und das Wichtigste daran ist eigentlich auch, dass es Spaß macht. Wenn wir gern schwingen, uns bewegen, wird in unserem limbischen System, unserem Gehirn, das wieder wachgerufen, was wir als Kinder gern hatten. Wenn wir gern geschwungen sind, gesprungen, kein Baum zu hoch, keine Pfütze zu tief, wenn wir uns gern bewegt haben, werden diese Bewegungserfahrungen, die wir früher als Kinder gemacht haben, jetzt wieder aktiviert. Und deshalb ist die Trainingstreue auf dem Trampolin so groß, wenn man so eine schöne Musik anhat, macht das Spaß und trotzdem wird der Körper sehr gut gesundheitlich unterstützt.